Schnuggis und willkommen bei Max Bischoff. Nicht wundern, ich sitze gerade in der Gurke. Es ist dunkel, hat der Abend so an sich. Ja, die Gurke hat seitdem hier Candy-Verkauf schon wieder 230 Kilometer gelaufen. Boah, läuft alles ganz okay, ist halt nur Laub und geht nicht mehr der Motor. Ja, wir machen jetzt weiter mit der Halle. Also ich würde heute eigentlich die Halle so eingerichtet haben, dass ich hier am T4 arbeiten kann morgen Abend. Das heißt, zum Beispiel, was ich was hier ja, anfangen zu lackieren, die beiden Dinger dazu schweißen. Ich habe Schweißdüsen gekauft. Guck mal, sieht man auch hier hinten. Guck mal, ich habe Sikaflex gekauft zum Abdichten von der Schweißnaht. Ich habe hier eine Wäscheleine gekauft zum Aufhängen von der Lampe. Und da hinten liegt noch Schweißdüse für mein Schweißgerät, weil einer ist nämlich ein Arsch. Die hat Rufen damals mit Nico zusammen zerlegt. Naja, deswegen gibt es eine neue. Ich habe irgendwo welche liegen gehabt, ich weiß noch nicht wo. Deswegen habe ich die für 3,99 € neu gekauft. Scheiß drauf. Naja, wie euch wundert, wir haben jetzt irgendwie gerade 9:30 abends. Ich bin trotzdem am Arbeiten in der Halle, weil ich hier morgen eine Freischicht habe, weil Hanna krank ist. Die hat so ein bisschen Fieber und so was. Und deswegen ist die morgen zur Arbeit. Und zwei Tage lang musste sie jetzt hier schon aussetzen auf der Arbeit. Das Kind eben abging, jetzt bin ich einen Tag eben im Ausfall, weil wir momentan eh nicht so viel zu tun haben. Dass ich dann hier morgen die Hanna-Schicht übernehme. Morgen Abend werden wir mal in die Halle fahren, um T4 weiterzumachen. Weil der soll auf der Straße. Und Jungs, das Ding bleibt eine Gurke. Der will ich nicht viel Geld reinstecken. Oder vielleicht ein bisschen Rostarbeit, TÜV und einen neuen Zahnriemen. Naja, gut, das ist der Plan. Da starten wir in einem anderen Video mal rüber, was ein Konzept ist. Farbe steht da schon alles da. Jetzt fahren wir zur Halle und gucken mal, was wir da machen. Oder weiterkommen oder irgendwas in der Art. Das wird der Plan. Ja, genau, machen wir so. Jetzt habt Bescheid. Priorität der Gurkenmotor hat, hört ihr. Ne? Aber der ist Rille, der Motor. Deswegen muss der T4 schnell auf die Straße, damit wir die Gurke zerlegen können. Bloß halt, ich will ein bisschen mehr bei der Gurke machen, wie nur den Motor. Wenn er auch so ein TÜV muss, dann will ich noch einiges dann neu machen. Und ich will auch die ganze Innenausstattung rausreißen komplett. Weil wir ein bisschen hier den Boden versiegeln und weißt du, ein bisschen Rostarbeiten machen. Und durch Rostung hat er keine, aber ein paar Anrostungen. Und das muss nicht sein, die Gurke soll für die Nachwelt erhalten werden. Ne? Deswegen ist sie halt noch nicht auseinander und läuft noch sozusagen, weil die ist ein größeres Projekt. Und deswegen muss der T4 auch bald laufen. Dann nämlich keinen Bock noch irgendwie so einem Ford Fiesta Winnerhaufen, keine Ahnung was zu kaufen, sondern nämlich ein Auto unter dem Arsch haben. Deswegen hat der T4 gerade so viel Priorität, auch wenn er erstmal jetzt die Motivation in der Halle, dass die Halle funktioniert, erstmal die Hauptpriorität ist. Guck mal, jetzt die Score in Friedeburg. Geht doch relativ lange auf, wir können auch was zu fressen kriegen. Naja, so nimmt man der dazu mal so gesagt, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen. Ah, klingt der Kacke der Motor, ne? Aber ich habe mich dran gewöhnt mittlerweile. Und ich fahre nur noch maximal 80 mit der Gurke. Ich mal hoffen, dass er mit Spätzündung noch ein bisschen hält. Weil wenn nicht, muss ich mir einfallen lassen. Damit sind wir in Derby fahren, aber die können den Derby rein schon anmelden, der hat sogar TÜV-Wagen drum und dran. Aber wer Schwachsinn bei den scheiß Salzfahrern mit dem Derby durch die Gegend zu braten. Wisst ihr, was ich meine? Und das Geräusch kommt nicht vom Riementrieb. Deswegen, der Motor ist Fritte, definitiv. Hoffentlich hell noch ein paar Tage. Da sind wir. Im Speedshop der Zukunft. Richtig Psycho, ne? Ja, also, ich weiß nicht, wie ihr die Lampen habt. Ich finde die erst rein. Ich betreibe mich da überhaupt nicht drüber. Klar, du musst einmal irgendwelche Halle laufen. Dann musst du mal eben den Lichtschalter hier betätigen. Dann gehen die Lampen hier alle an. Klack. Na, ah, komm. Zick. Man sieht, guck mal, die sind ein bisschen neuer. Die sind ältere Röhren drin. Die leuchten ganz anders von der Farbe her. Schon haben wir die Hallenbeleuchtung an. Ich bin mit der Wäscheleine noch rüber gespannt, hinter fast rüber. Ne? An diese komischen Querträger festgemacht. Mal eben so für euch, weil ich brauche da keine Klammern für oder irgendwas, weil einer hat da für Klammern dafür. Nehmen würde auch rein theoretisch gehen, wäre ganz cool, aber hier sind immer diese Querträger drin, diese komischen. Die kann ich ja auch nehmen. Zum Wäscheleine festbinden. Das tun wir noch eine Cola-Dose. So. Dann habe ich hier immer so eine hier. Links ein Funzel an, Dreiersteckdosenfunzel, die leuchtet mir halt den Weg bis hier. So,
Das ist ja Licht. Temperaturtechnisch ungefähr, schätze ich, ja 4, 5 Grad hier drin. Also ein bisschen wärmer wie draußen. Draußen friert's. Ob die Gurke mich nachher nach Hause bringen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt testen wir mal, ob der Bulli anspringt. 2 Tage war ich jetzt nicht hier. Aus zeitlichen Gründen kindkrank, Arbeit, ne? Jetzt gucken wir mal, was er sagt. Wenn wir ihn jetzt mal einfach mal ebenso blanko starten. Ich die Scheiben aufgemacht, damit er ein bisschen auflüften kann. Ein bisschen Schok machen wir mal, aber nicht so viel. So geht der Gang übrigens erst rein. So, einmal fortlühen. Nö, der ist gut. Der läuft erst rein. Da können wir nicht beklagen. Wie gesagt, neuen Zahnriemen. Technisch noch, bisschen Optik. Hier übrigens für euch, viele wissen es ja noch gar nicht, ich habe es schon mal angekündigt. Dieses Grün hier, Hammerschlaggrün, wird der Wagen. Das ist die gleiche Farbe, die mein Vater sein Trabi gehabt hat. Oder immer noch hat. Und die werde ich für den hier auch nehmen. Aber ich werde die nur rollen, weil das muss möglichst schnell gehen. Das Ding muss ja schnell auf der Straße. Aber ich will nicht mit diesen komischen, angegammelten, keine Ahnung, was 150 verschiedenen Farben Lack zum TÜV hinfahren. Die denken auch, bin ich für ein Dulli, wenn ich mit sowas hier anfahre, wie das da. Ja, das muss ja ein bisschen, ja ordentlich nicht, aber muss ein bisschen weniger kacke aussehen, das Ding. Aufkleber ab, das mache ich morgen alles. Die ab. Die Seitenaufkleber lasse ich dran, die klebe ich einfach nur ab und hier lass die so und lackiere die einfach nur an. Damit der Streifen mit rumgeht. Das Ding kommt weg, gar nicht mal, weil es hässlich ist, sondern einfach nur, weil mir das auf den Sack geht, weil ich nicht hinten rausgucken kann. Weil ich habe ein Auto, wo ich hinten durchgucken kann, weil ich die Gardine wegmache, dann kann ich auch so arbeiten. Ne? Aber sonst, wie gesagt, 500 Euro, ganz geiler Kauf gewesen. Der einzige Durchrostungskram, den ich gefunden habe, ist wie gesagt, hier. Ne? Das war's. Und jetzt kann ich in ihn auch wieder arbeiten, weil ich jetzt diese Düsen hier gekauft habe. Die guten von Güde. Die kann ich da ranfügeln, gut ist das. Hier, das ist mein Fugendicht. Ja, ich weiß, das ist eigentlich nicht für gedacht, aber Sicherflex selber ist mir zu teuer gewesen. Hauptsache schwarz und macht die Fugen dicht. Und hier ist noch eine lange Wäscheleine, ich glaube, die hat 40 Meter. Die kann reichen wir für dreimal. Und mir noch Lampen aufsägen in der Mitte, das ist der Plan. Gut, davon haben wir einen groben Plan für euch. Guck mal, der Tandeckel ist sogar auch, der ist rostfrei. Das ist relativ selten beim T4. Übrigens, da kann auch einer mit der Einstiege und so was, ne? Die gehen auch noch gleich, ich war auch schon unter der Einstiege. Hier ist... Da ist noch alles Blech hinter. Blech und Spachtel. Ich will hier kein Magnet ranhalten. Ich glaube, wenn ich Magnet hier ranhalte, kriege ich das Kotzen. Aber egal. Und ich glaube, die Kotflügel kann man bei dem Modell, bei denen kann man den schon abschrauben. Ja, die sind hier. Hier ist er gesteckt. Es gibt nämlich auch die früheren T4, da kann man den nämlich gar nicht abschrauben. Aber egal. Der ist ja nicht durch. Der ist ja noch okay, der Kotflügel. Das hier ist nur gemacht worden, aber nicht durch. Das ist mir egal. Leute, das ist kein Schoker. Das soll nur laufen. Und wenn das Ding läuft, ist das gut. Ne? Das ist der Witz daran. Das war ein Schnäppchen. Den konnte ich mir nicht entgehen lassen, weil ich nochmal größer habe wie den Caddy jetzt. Ja, ne? Weil jetzt sagen viele, oh, mach den wieder schick und ey, das lohnt sich gar nicht. Guckt euch das Ding doch mal an. Guckt euch die Scheiße doch mal an. Da haben sie schon vor mir ran rumgegurkt. Bis zum geht nicht mehr. Wenn ich da jetzt noch ran anfange, selber ran rumzuschweißen, was soll ich denn da reinstecken? Also, das lohnt sich nicht, 1000 Euro reinzustecken. Lass den Wagen mal, wenn der TÜV hat, 1,5 wert sein. Wenn ich jetzt nochmal 300 Euro reinstecke, inklusive TÜV, dann habe ich den Wagen für 800 Euro gekauft, insgesamt, und habe für 800 Euro einen fahrbaren T4. Das ist in meinen Augen ein Preis, für was ein T4 geschenkt ist. Aber alles andere, ne, wie gesagt, ich bin eigentlich gar kein T4-Fan, ich wollte das Ding eigentlich gar nicht haben. Der hat mich gefunden, und nicht ich ihn. Das ist der Witz daran, das ist auch kein langer Radstand. Ich habe den damals auf Fotos gekauft. Es war so gewesen, Arbeitskollege hat gesagt, friss oder stirb, da kommen welche, die kaufen den, und Fotos gezeigt. Das sah halt auf Bildern aus wie ein langer Radstand, war aber nicht. Ich habe gesagt, was scheiß drauf, 500 Euro kaufe ich. Ja, dann waren die Typen da gewesen, die ihn kaufen wollten, die haben gesagt, sie wollten den Motor laufen sehen. Da war die Batterie aber leer. Da wollten sie einen Tag später wiederkommen. Und genau in diesem Moment, wo das gewesen ist, habe ich den gekauft. Ich gesagt, ist mir egal, ich weiß, dass der Motor läuft, ich vertraue dir da. Thema erledigt. Die Haubenbox ist wahrscheinlich schwarz, denke ich. Ja, wie gesagt, ich habe noch kein Konzept, aber ich will auf jeden Fall einen Bulli haben. Erstmal. Und ich finde, der sieht eigentlich ganz schnieker aus. Auch die Felge. Das ist eine Originalfelge vom 93er. Die anderen Felgen, die hier drauf sind,
nicht, ne? Aber egal, da kommen eh Radkappen drauf. Das ist das gut. So, genug geschnackt. Ich fange jetzt mal an zu arbeiten. Ich gebe mal wieder mal einen Zwischenstand oder was, weil ich muss mein Werkzeug erstmal finden. Haben wir jetzt, ich dachte, da haben wir 22 Uhr. Ich will um 2 Uhr ungefähr wieder abhauen. In der Stoßstangen-Ecke habe ich noch gefunden. Die Gurke hat eine verloren. Deswegen habe ich schon mal aus dem Lager rausgeholt. Ja, hoffentlich hält die Gurke durch. Die klingt nämlich nicht gesund, aber die klingt schon seit längerer Zeit so. Ne? Wie gesagt, der neue Motor, der liegt hier im Fahrradanhänger. Muss eine Kupplung daran geflanscht werden. Nicht wundern, das Lager ist trotzdem dran. Ja. Ne? Und dann kommt das Ding da rein. Und hoffen wir, dass er besser hält wie der alte. Abwarten und Tee trinken. So, ich muss mal kurz gucken. Wo habe ich mein Werkzeug überhaupt drin? In welchem Auto? In Derby habe ich was drin gelagert. Jetzt aber abgeschlossen hin. Ich habe jeden Wagen immer einzeln abgeschlossen. Aus Sicherheitsgründen damals, wo ich die draußen hingestellt habe. Deswegen habe ich auch nicht gezeigt, wo der Ding da stehen will. Da hätte jeder Dulli kommen können und mein Werkzeug klauen. Und da ich von meinem Werkzeug sehr, sehr lange gespart habe, ich hatte nämlich sehr, sehr viel Werkzeug, muss ich da halt ein bisschen aufpassen. Was ist denn hier drin? Mal gucken. Oh, hier ist noch ein halber Camaro, ein halber Trabant drin. Ist hier drin Saxo, E-Servo-Pumpe, ein Kindersitz. Das ist schon mal kein Werkzeug. Ein Taxi, das habe ich da reingepackt. Wie gesagt, das Eisbrecht, die gehen alles weiter. Wenn nicht stillgelegt, bloß halt momentan hat der T4 halt Vorrang. So als Daily, ich finde sie gehen immer so scheiße aus, das Ding eigentlich. Und danach kommt die Gurke dran, weil die Gurke will ich auch auf Straße haben, weil das sind alles Sommerfahrzeuge. Das ist ein Sommerfahrzeug, das da, das ist ein Verkaufsfahrzeug, der steht deswegen auch nicht ganz unbedingt ganz vorne. Oh, vielleicht, ich bin überlebt und den Golfsfall behalte, ich mag den mittlerweile ganz gerne, ich habe mich an den gewöhnt. Ne? Der 86C kommt auch dieses Jahr auf der Straße, der wird zugelassen. Also der wird nur dann zugelassen, wenn ich den auf einer roten Nummer eingetragen kriege, mit H-Kennzeichen. Das heißt, mit dem Originalfelgen mal gucken, ob ich da irgendwie mal hier Haargutachten drauf kriege. Ist ja eigentlich zeitgenössisch. Das Auto ist ja nicht aufgemotzt worden, sage ich mal, mit Teilen, die es damals nicht gegeben hat. Es gab damals Mattlacke. Es gab damals Karodächer. Also mal gucken. Naja, egal. Gut, genug gelabert. Nicht wundern. Ja, vom Taxi packe ich momentan alle Planen und sowas. Alles, was ich so am Plan und Kram finde und so. An Aufklebern lege ich da immer oben drauf. Weil der zerkratzt den Lack auch nicht, aber ist wenigstens dann schon mal für Deko später hier in der Bude schon mal den richtigen Platz, ne? Ja, alles alte Windel von Hanna. Ich schmeiß halt nicht so hin, ne? Weiß halt nicht, was noch kommt. Jetzt gucken wir mal. Oh. Antistress, Dr. Jürgens. Gucken wir ihm zusammen nochmal im Kofferraum von dem Taxi rein. Wie gesagt, die Elektrik hier, da haben auch viele gemeckert. Ich finde, ich bin da vollkommen zufrieden mit. Reicht auch vollkommen aus. Dann wollen wir hier so ein Schicki-Micki-Kram einbauen. Da kann ich ein paar Kabelbinder wieder abknipsen, wenn ich immer mal ausziehe hier und kann alles wieder mitnehmen. Hab ich auch nicht zu verschenken, ne? Ach ja, dafür der Knopf, der so fummelig war. Hab ich abgeschlossen. Kann sein, aber eigentlich dürfte er nicht reingehen. Da muss ich mal einstellen, den Deckel. Der geht ein bisschen scheiße auf. Naja gut, da filme ich jetzt aber nicht, weil... Wie gesagt, ich mache nur Zwischenstände, weil ich will ein bisschen vorankommen. Weil ich will die Halle heute eigentlich einsatzbereit haben. Wie es ein Schrauber hätte. Das heißt, ich will diese Werkbank da frei haben. Klar, sieht scheiße aus, dass eine Werkbank davor steht. Hat aber einen Sinn, damit ich mir die Batterien da alle laden kann und sowas. Ne? Dass hier alles frei ist, das ist der Plan heute. Das kriege ich aber heute auch hin, wenn ich mich ein bisschen anstrengen. Das kommt erst nach hinten ins Lager. Diese Fahne hier, die kann hier bleiben, weil die muss mich später davor. Immer nach und nach. Erstmal Radio an. Jetzt ist die Bude so tot. Hier sind meine Lackierkisten. Das ist schon mal gut. Ass rein. Weil ich roll das Ding ja. Aber ich habe mir größere Farbräume gekauft. Ich will ja keine 20 Jahre dabei gehen. Mein allererstes Hallenradio. Mal eben so gesagt. Bing, bing, Robert Miles. Siehst du mal. Los geht das. Bis gleich, Jungs.
kleiner Zwischenstand. Ich bin jetzt schon 2 Stunden am Rödeln ungefähr hier. Was haben wir hier? Erstmal, der Raum, der später Büro wird. Ein Regal habe ich rausgebaut. Schreibtisch ist hier drin. Die werde ich irgendwie behalten. Wahrscheinlich werde ich immer noch mal diese Regalhöhe noch mal anbauen. Dass ich bis hier Regale habe. Ähnliches Spiel vielleicht hier. Ich weiß es hier noch nicht. Das oben muss er dicht machen, dass da hinten ist. Dann kommt noch eine extra Lampe hier rein, vielleicht LED oder irgendwas, mal schauen. Aber das ist alles, das ist Vergangenheit, ne? Strom haben wir auf jeden Fall schon mal hier. Muss mal aufpassen, dass ich was vor die Tür stelle. Das Problem ist, da hat irgendwann mal so eine Tüte gegurkt. Also, da kann man nicht so lassen, da muss man ordentlich hier rein. Und da ist eine. So, haben wir noch gemacht. Ich habe schon ein bisschen einsortiert, Ersatzhandschuhe liegen da. Ja, das wie vorher, da auch. Hier ist mal hier der ganze Kram einsortiert. Reinigungsmittel, Poliermittel. Ja, ist auch ein bisschen durcheinander. So wie die 40 Bremsen ran, der Geschiss da alles, Farben. Das ist diese Polierkacke. Rot-Weiß-Paste, allen rum und dran. Da sind hier Farben und meine beiden Lackpistolen. Hier sind Kabel. Schläuche. Und Dingstanks. Ich denke mal, die füllt sich von selber, die Dingsen. Vielleicht habe ich jetzt ein Ventilspiel einstellen. Ein Schlüssel. Oh, gar nicht mal so unwichtig. Das ist der Ersatz für den Pontiac. Okay, den stecke ich mir mal eben weg. Wa? Der ist mal hier in der Ecke hin. Der ist ja eh nicht hier. Ja, die Fässer, die da stehen, die werden dann nochmal dahinter, glaube ich. Sind die schon mal aus dem Weg, weil die brauchst du nicht jeden Tag. Schraubbox ist voller. Ich habe schon eine jetzt da reingefeuert. Ja, da viel Kram, weil ich nicht brauchen kann. Die Auspuffe, die hier drin sind, sind kein Schrott. Die liegen nur so drin. Aus Lagergründen. Ich kriege wieder einen eigenen Platz. Ne? Das ist Müll. Dann haben wir hier hinten. So, hier ist eigentlich ähnlich wie vorher. Nur ein bisschen mehr Zeug dazu gepackt. Wo oben nochmal mit dem Stuhl hingepackt. Sitze oben rauf. Haben wir leider, geht es relativ gut. Da kommt man ganz gut ran. Auf jeden Fall ist hier schon mal Platz. Der Ofen, der kommt gleich auf den Rückweg mit ins Büro. Der muss mit einem Gabelstapler noch da hoch. Weil ich gar keinen Stapler hier habe, kann ich es gerade nicht machen. Ich muss natürlich abpassen, wenn mal einer hier ist. Aber nebenan haben so Polen ihre Firma und die sind ganz hilfsbereit. Die haben mir schon mal geholfen. Und liegen hier die einen Regalteile. Da sind die ganzen Teile für den hier anderen Bereich. Für diesen Dingsenbereich da. Das ist übrigens nicht mein Bereich hier, da darf ich hier nichts sonst hinstellen. Ich stelle nur den ganzen Kram hier hin, sag ich mal, der halt dem Vermieter eh gehört. Der, wenn man über ist, den er halt dann in seiner Halle stellen kann oder was. Hier sind alles Fanpakete auf der Palette und Boxen. Bevor ich das hier erstmal richtig ordentlich aussortieren kann. Dort ist noch ein Sportfahrwerk für ein Derby, das habe ich verkauft in eBay. Muss auch noch abgeholt werden. Aber bisher kam noch nichts von denen. Golf 2 ist schon relativ leer. Da ist ein bisschen Öl drin ausgelaufen, Getriebeöl, das stinkt wie Sau. Da ist mal hier ein Lappen draufgelegt. Aber sonst ist der Golf sehr gut sonst erhalten, nichts passiert im Innenraum. Die Radios holen später raus. Die haben jetzt keine Priorität. Die will ich eigentlich entweder ins Büro packen auf die Regale, weil da liegen die eigentlich am schönsten, oder da oben drauf. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, weil da habe ich eigentlich auch schon viel Platz drauf. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Sortieren, seht ihr, wenn du so guckst. Dann gehe ich von Auto zu Auto, weil ich in irgendeinem Auto mein Werkzeug drin habe. Ich weiß noch nicht, in welchem Auto. Ja, ich will bis 2 Uhr die Halle eigenermaßen einsatzbereit haben, damit ich hier ein T4 lackieren kann mit der Farbrolle. Das kann sehr eng werden. Aber nicht unschaffbar. Ist hier drin ein bisschen Getüdel. Da ist eine Zündkabelkiste drin. Mehr ist im Einsatz nicht drin. Den habe ich extra nicht vollgepackt. Das ist ja mein Schatzi. Derby haben wir gerade reingeguckt. Oha, ein Taxi. Der fährt natürlich wirklich noch weit, wenn er was drin liegen würde. Ne? An Werkzeug. Naja, wird sich schon ergeben. So, auf jeden Fall, dass die Werkbank erstmal einsatzbereit ist, dass das Ding leer wird, dass man dies hier alles nutzen kann, dass ein Kompressor angeschlossen ist, dass man Druckluft hier arbeiten kann. Dass erstmal so als Werkstatt zu gebrauchen ist, erstmal. Ne? Wie gesagt, aber man merkt langsam, je leerer das Ding hier wird, ne, merkt man eigentlich, wie groß das hier eigentlich ist. Im Vergleich zum Kanalweg. Das ist ja so ein Additiv. Oh, das ist so alt, das kann es wegschmeißen. Stativ ist gerade umgekippt. Ah, die Berufsstuhl kommt gleich ins Büro. Ja. Ja, so nach und nach. Das ist nicht so einfach. Oben links ist Öl, das ist schon einsortiert. Ja, halt immer so jetzt, aber jetzt gibt es immer so ein Kistenprinzip. Ich müll nicht mehr die Regale voll, sondern ich schmeiße mal alles in Kisten.
Weil dann kann man es auch mal unsortieren, umstapeln, scheißegal was. Guck mal hier, nächster Prüftermin, mein TÜV, der kann auch schon mal ins Büro. Kommt hier auch später an der Wand. Ja, ich lege hier keinen Teppich rein, außer noch kommt ein Läufer noch rein, bitte ich. Mehr nicht. Weil ich finde das eigentlich, ist ja nur ein Hallenbüro, ne? Ist ja relativ rustikal. Ich komme eh mit dreckigen Füßen immer reingelaufen. Da ich hier innen neben nicht Staub saugen werde, drauf geschissen, ne? Das Ding hier ist auch noch wichtig. Das ist für die Wand. Da ist auch einiges an Zeug drin, dieser Kiste hier. Wirklich, also die ist wirklich voll bis oben hin mit allem möglichen Scheiß. Da müssen wir genau gucken, was das ist, deswegen fange ich ja gerade jetzt mit an. Die sortiere ich jetzt mal alle am Ende von der Halle hin, alles, was ich noch nicht aussortiere. Was später erst kommt. Ja, Werkbänder will noch frei haben. Naja, aber ich bin eigentlich gut in der Zeit. Das geht eigentlich. Also es geht besser, aber ne, wie gesagt, Björnis Regale baue ich zuletzt auf. Oder dass ich Björn hier aufbaue und der ist ja geschickt darin wie ich. Vielleicht dann irgendwie ein Eckenpflaster verfinden oder was, dass man die nicht aus den Augen verliert, aber auch nicht im Weg stehen hat. Alles Leerkisten hier. Ja, so langsam, ne? Es lichtet sich hier. Ich muss schon mal einfallen lassen für die Lufttrommel, für die Schlauchtrommel hier. Damit die Felge hier, die gute Exit-Felge an der Wand kommen irgendwo. Ich weiß noch nicht genau wo, aber irgendwo werde ich einen Platz finden. Das kommt noch, aber nicht heute. Ich will langsam das Ding drin haben. Das ist genau wie, dass ich immer umbasteln muss, warum dieses Ding hier so weggedrückt ist. Guck mal, da ist einer gegengefahren, das ist alles krumm und schief. Du müsst doch eigentlich in der Bahn liegen. Tut's aber nicht. Wenn ein paar Mann mehr hier habt, dann drücke ich das wieder gerade. Dann kann ich wieder ein paar Zentimeter rausholen. Guck mal, wie ich die reindrücke, wie weit das Regal noch weiter reingehen würde dann. Ist ein Unterschied. Naja gut, ich mach mal eben weiter. Das ist ein kleiner Zwischenstand für euch. Ja, gleichzeitig filmen und arbeiten ist nicht einfach, ne? Bis gleich. Muggis, oh, wieder ein Zeitsprung. Puh, anstrengend. Ah ja, Ergebnis kann sich sehen lassen. Noch nicht ganz fertig, noch nicht alles aus der Autos raus, aber guck mal hier, warte. Erstmal der Raum hier. Also irgendein Strang fällt hier noch drin, definitiv. Aber darauf wird ein schönes Büro werden, denke ich. Hallo? Das schallt, weil ein riesengroßer Raum noch links neben ist. Das täuscht, aber es ist ein Riesending da vorne. Hinter der Wand. Das war nicht meins leider. So, mal Licht hier schon mal aus, weil hier will ich nicht mehr beigehen heute. Die Elektroheizung habe ich noch da. Ein paar Lampen noch. Mal gucken, was ich damit mache. Gut, was haben wir hier? Ein Haufen Dreck. Aber der Rest ist schier, Jungs. Komplett. Ich habe noch nicht alles Werkzeug raus aus dem Auto, aber. Hier ist ein Ladegerät, das lädt, diese Batterie. Hier muss ich meine Ladestation später fertig bauen, wo ich die ganzen Batterien hinstellen möchte. Ja, Schraubbox ist noch voller geworden, aber guck mal. Langsam aber sicher bis in der Halle, oder? Also man sieht jetzt auf jeden Fall, was es werden soll am Ende. Fertig bin ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe noch einiges an Zeug in den Autos liegen. Da treibe ich Taxis am vollsten von allen. Aber das ist schon mal ein Grundstand, womit ich arbeiten kann und den Bulli lackieren kann. Das heißt, ich kann morgen die Fahrzeuge eben umrangieren. Weil die alle ein bisschen Platz sparen, da stehen. Das kommt zuletzt, wie gesagt. Und hier, ja, wenn die alle Platz sparen, da stehen, dann kann ich den Bulli ein bisschen geiler reinstellen und dann kann ich den Bulli anfangen zu schweißen und zu lackieren. Was ich noch brauche, ist ein Verlierungskabel für Starkstrom, weil da habe ich nur da hinten Starkstromdosen. Ist nicht schlimm. Ich habe bei Fahrrad noch eins liegen. Das nehme ich mir morgen mit. Und dann haben wir mal den Schweller davon links dicht. An der Stelle, wo er durchgerostet ist, das mal gut gehen. Und dann machen wir den Aufkleber ab. Und dann fangen wir einfach mal an, den grob anzuschleifen. Und wir rollen den einfach mal gurkengrün metallic. Wie gesagt, Hammerit, Hammerschlag-Effekt mit drin, alles. Also so richtig ekelig. Mal gucken. Aber guck mal den Platz an, den hier ist. Guck mal, das ist all das Zeug aus dem Kanal wie. Der Kanal wird in jeder Ecke vollgestopft. Und hier ist überall noch Platz. Guckt euch mal an, was hier noch für Möglichkeiten sind. Guck mal, diese komischen Schwellersregal-Dinger, die kommen noch rüber nach hinten. Das kann ich alleine machen, ich bin ein bisschen schwach dafür. Oder nicht. Ja, tragen kann ich die wohl alleine. Aber die Gefahr ist so groß, dass ich ein Auto beschädige. Und dann kann der Polo noch viel näher ran an der Seite. Dann kann der noch weiter ran. Dann kann der noch weiter ran. Dann kann der noch weiter ran. Ne? Ihr habt den Blick verstanden. Dann kann er noch ran. Und dann kann hier mindestens ein Auto noch hin. Hier kann ein Auto stehen. Hier rechts weggewinkelt.
Da vorne kann ein Auto stehen, da kann ein Auto stehen, ein halbes Auto, ein Trabi oder irgendwas. Rein theoretisch, wenn die Bude wirklich voll haben will, könnte ich hier sogar nebeneinander Autos hinstellen. Also wie gesagt, das ist. Also, das Ding habe ich noch lange nicht ausgereizt. Und wie gesagt, der Dachboden ist noch komplett leer, ne? Die YouTube-Base ist noch gar nicht richtig angefangen. Aber krasse Nummer. Wie gesagt, hier geht auch so einiges rein. Hier habe ich jetzt Strom. Ich werde auch eine Dose bauen. Wir werden oben ein Kabel runterlegen. Da habe ich einen Stecker. Und hier festmachen, an dem hier. Und dann kann ich den Kompressor hier betreiben, im Dauerbetrieb zum Beispiel. Das wird funktionieren, aber wie gesagt, ich habe noch ganz viele Kabel rumfliegen da hinten. Alle Kabel, die ich so rumfliegen habe und Dreherstecker und so, habe ich alle auf hier auf der Plakate hier raufgepackt. Ich denke mal, für diesen mit dem Sicherheitsschalter daneben. Den gelben da. Der war früher in meinem Büro. Guck mal, der hier ist auch ganz geil, weil der ist dann eingebaut und USB. USB-Ladegerät. Das hat alles seine Vor- und Nachteile hier. Aber Fakt auf jeden Fall ist, das ist eine Riesenbude, Leute. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so groß ist um den Strich, wo ich hier eingezogen bin. Das hat man nicht gesehen, das sieht man jetzt erst. Echt krass. Aber noch viel Arbeit hier, ne? Wie gesagt. YouTube-Base, das Büro muss fertig. Das hier muss ja alles auch noch irgendwie einen Sinn haben. Ich habe jetzt eine leere Tische hier stehen. Da muss man eine Werkbank rausmachen. Guck mal, ich habe noch die ganzen Schalen hier mit den ganzen Kleinkram. Die müssen hier aufgestellt werden. Ich habe noch Kram von meinem Opa, habe ich noch ganz viel. Die Reifen bleiben jetzt in der Ecke, habe ich mich entschieden. Aber die werden zweistockig gepackt. Das heißt, haben wir Reifen oben drauf. Die werden nach anders, damit die in einer einzigen Reihe stehen und nicht hier so mitten rein. Ne? Kühlschrank, mal gucken, ob ihr den Platz behält oder anderen kriegt. Aber Alter, ey, ohne Scheiß. Das ist echt, wie gesagt. Das ist ein ganz geiles Ding. Also ich bin sehr zufrieden mit der Halle. Klar, die kostet doppelte wie die alte. Aber dafür haben wir auch das fast Doppelte am Platz. Und das Doppelte an Annehmlichkeiten hier vor Ort. Ne? Mal gucken. Naja, übrigens auch für euch. Projektreihenfolge, was jetzt kommt. 1, 2, also die Gurke seht ihr noch nicht. 3, 4, 9 Kühler, allen drum und dran. Außer kommt dazwischen. Der ist ja auf rote Kennzeichen und der muss auch rote Kennzeichen. Ne? Und Taxi ist auch mit drin. Aber Taxi ist ein bisschen mehr Arbeit noch. Wegen der Bremsgeschichte und so weiter. Der Bremsen war ganz okay, aber der wird keinen Bremsenprüfstand so sehen. Definitiv nicht. Die werden dann Nein sagen. Fahren müssen wir noch aufhängen hier alle. Gucken. Wisst ihr, warum ich jetzt dieses Hamarit nehme? Den Hammerschlag-Effekt? Ganz einfach, weil eine Halle ist, die staubt noch wie Sau. Weil die noch ziemlich hier, weil die lange Zeit leer gestanden hat. Das heißt, wir haben das Problem, wir hätten alles voll mit Staub und so was. Deswegen mit diesem Hammerschlag lag, da sieht man diese Effekte gar nicht. Deswegen mache ich das. Deswegen roll ich den Scheiß doch nur. Ungefähr so. Guck mal, meine Tore haben wir auch hier gehalten. Meine Gurkentore. Da habe ich eine Feder dran gemacht. Oh, ab dazu. Hat Ding vor dem Herrn ist keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert das. Gut, ich gehe mal im Hände waschen. Machen wir den Haufen mal wieder rein. Der ist schon teilweise eingefroren. Ja. Lustige ist ja einfach, ich bin wieder original ich, ne? Ich habe den kompletten T4 von oben bis unten voll mit Kartons geschmissen. Warte, mach den mal über hinten auf. Ich glaube, vorne ist das eine scheiß Idee. Wenn man das sehen kann, auf jeden Fall ist er komplett voll mit irgendwelchen Scheiß. Das heißt, ich muss irgendwie auf dem Weg zum TÜV nochmal bei der Deponie vorbeigucken. Hier, so ist er halt. Ne? Macht er keinen halben Kram hier. Alter. Oh. Aber einsteigen muss ich mal gewöhnen. Dann habe ich mal tiefer Autos. Ist auch ein Dachhimmel. Guck mal, der hängt hier voll runter. Das ist hier halt so bei solchen Autos. So. Sind wir ohne Schwung vorhin zu starten? Komm, was kommt. Der braucht schon einen Choke. Nee, wunderbar, ein Kühlwasser blinkt. Wenigstens, wenn er kalt ist, weil ich ein bisschen Wasser nachkippen muss bei dem Ding. Das hat er schon, seitdem ich ihn gekauft habe. Ein paar Tropfen fehlen da. So. Morgen mache ich nochmal an dem alles hier so schier, dass ich hier die ganzen Fahrzeuge umrangieren kann.
das ist eigenermaßen besser, außer das Taxi, das er nicht bewegen, weil das voll geknallt ist. Ja gut, ich schläfe den Camaro einfach aus dem Weg. Dass wir hier am Bulli arbeiten können. Weil morgen machen wir das Rostloch hier vorne dicht. Setzen wir noch ein Blech rein. Guck mal, eben schon mal ein Lager. Haben wir schon ein Blech hinten da? Schön dickes Blech. Hätte ich genau den Fernseher da vorgestellt, ne? Schön dick und möglichst verzinkt. Oh, guck mal, wir denn da. Das sieht gut aus. Und jetzt Millimeter Blech. Nee. Extra verzinkt und von Werk aus schon Löcher drin. Das nehmen wir. Da heult eh kein Mensch mehr nach. Wir brauchen nur so ein Stück, das vielleicht so groß ist wie das hier. Mehr ist es ja gar nicht. Darf man nicht vergessen, morgen den Verlängerungskabel mitzunehmen. Das habe ich verloren. Gucken wir mal. Ah, das wird gut. Und dann schmieren wir das alles dicht und dann ist das fertig. So, packen wir schon mal auf Schweißgerät. Alter. Nee. So. Und dann kommt der gute Hammerried Brün. Er findet noch ein Ding für sich. Schade, dass ich heute so wenig Zeit habe. Sonst würde ich noch mal weitermachen in dem Bulli. Schon mal ein paar Aufkleber ab und so was, aber das schaffe ich nicht mehr. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir eine Farbe haben, dann fällt der ganze Scheiß auch nicht mehr so auf, oder so geguckt ist. Ich meine, sowas wie das hier, das siehst du immer. Aber guck mal, da kannst du. Oh, wie viel stabiler das ist. Das ist ein ultimative Spachtel-Blechmix. Keine Ahnung, da kannst du mit einem Hammer gegen kloppen. Da passiert nichts. Nicht schlecht, das Specht. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich verabschiede mich von euch. Hoffentlich hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, haut gerne mal ein Abo rein, Like und was weiß ich was. Wie gesagt, wir haben immer mal Abwechslung. Obwohl momentan alles ein bisschen VAG-lastig ist. Das ist eigentlich gar nicht gewollt, ne? Ich meine, Richtung Opel-Projekt muss ja auch noch was kommen. Aber Saison 2019 haben wir jetzt ja schon, steht an. Und der muss wieder, ja, der muss ein H-Kennzeichen haben und der muss auf der Straße, weil der wäre auf Treffen auch ganz geil. Ne? Und der hier muss wenigstens mal laufen, ordentlich. Und dann wenigstens ein paar Mark einbringen. Mal gucken. Aber der rennt mir ja auch nicht weg. Das ist ja auch so eine Sache, weißt du, das ist ja eigentlich scheißegal, ob ich ihn verkaufe oder nicht verkaufe. Ne? Der frisst ja kein Brot, wenn er so steht, wie er da steht. So, jetzt machen wir zusammen das Tor zu. Hoffen, dass die Gurke mit nach Hause bringt. Wenn nicht, kommt das nächste Video. Haut rein, gut. Ich würde sagen, legt euch hin, ne? Ciao. Mutter! So, kleines Update hier, das ist mein neues Klingelschild. Max Beach Shop. Die soll 300 Meter Reichweite haben. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir haben sowas jetzt. Hightech.